damit hallo und herzlich willkommen zurück bei den Skorpionzähmern in Ark Survival Evolved. Natürlich wieder mit dabei, The Danger. Yo, hallo, und ich guck mir gerade den Stachel von dem Skorpion an. Das ist schon ein ordentliches Ding. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte irgendwas töten gehen. Punkte sammeln. Punkte! Oh, da. Ich darf jetzt mich nicht nur auf den Skorpion konzentrieren. Ich habe ja davor noch einen Flugsaurier. Einen männlichen. Was war das? Nix. Das klang gerade ganz komisch. Habe ich jetzt gerade gelacht? So? Ne? Nein. Ja, das ist doch. Ja, unser weiblicher... Mann, da will ich mal was töten. Jetzt komm mal her. So, zack. Hier ist ein Dodo, den kannst du töten. Habe ich schon. Nicht wegrennen. Ah, diese Mistviecher. Warum lege ich mich überhaupt mit denen? So, getötet. Geht doch. Plus 3 Level ist voll wenig. Hä? Na, bei dem Flugsaurier. Achso. Ja, ich sollte vielleicht den Ton ausschalten. So, Ton aus. Okay. So, gehen wir mal Richtung Sumpf. Einfach mal irgendwas töten. So, die Bewusstlosigkeit sollte ja jetzt ausreichen. Da gucke ich nochmal beim Skorpion. Scorpion King. Pulminoscorosaurus, irgend sowas. Ach, guck mal hier, ein weißer Affe. Was, so ein kleiner Kapuzineräffchen? Nee, ein großer. Boah, was? Hab ich noch nie gesehen. Weißt du, was auf dem... Nahrung in den letzten Gegenstand zu... Okay, können wir auch nochmal versuchen. Drücke 0, was? Was da? Weißt du, was auf dem anderen Server passiert ist, wo ich mit meinen Kumpels spiele? Da haben wir einen Biberbau gefunden. Und ich gucke da so rein in den Biberbau. Erstmal richtig viel, 3 Stacks Zement drin, eine seltene Blume, Haufen Holz, hol das raus. Auf einmal kommen die Biber angerannt, ne, und machen uns platt. Nein. Auf jeden Fall, die sind echt ganz schön stark. Und es sind auch große Biber. Okay. So, ich klopp mich gerade mit dem Affen. Und wir haben es aber geschafft, die dann irgendwann doch zu töten. Da kriegst du auch Pelz, ne, von den Viechern, von den Bibern. Also nicht nur vom Mammut. Wenn man mal das Schneegebiet irgendwann anpeilt, ne, braucht man ja Pelzbekleidung. So, ich habe gerade mal einen Affen getötet. Und der gibt nur Leder, keinen Pelz. Obwohl er relativ pelzig ist. Oh, hier ist ein Fjomia. Die geben viel Leder. Ach, Leder habe ich auch schon wieder 73 dabei. Wollte ich eben so ein Dilophosaurus. Nee, nicht Dilo. Wie heißt ihr nochmal? Wie heißt du nochmal? Oh. Komm, zeig deinen Namen. Parasaurus, glaube ich, oder? Ha! Parasaurus, genau. Alter, wie lange? Wie viel hält er aus, bitte? Ich kann ja Fleisch und Leder alles mal mitnehmen. Wenn ich hier schon auf Mordtour bin, ne? Oh, ein Krokodil, ein Krokodil. Ah, jetzt hab ich ihn. Komm her. Der dumme Dino da hinten. Kommt nicht hinterher. Ah, warte mal, war das nicht besser, hier mitzumachen? Ah, ich glaube, das... Weg da. Ich wurde vergiftet? Was? Wo? Ach... Kackinsekten. Stirb! Ist ja wie im echten Leben. Was nervt hier in Nähe des Sumpfes am meisten? Die Insekten. So. Skorpion? Jo, der ist jetzt jeden Moment fertig. So, irgendwas zum Töten? Oh, da ist noch ein Krokodil, nehmen wir das. Bei dem Skorpion müssen wir nur gucken. Da müssen wir aufpassen, dass der dann, wenn der fertig ist, nicht irgendwas angreift in seiner Nähe, ne? Mm. Und das dann, und er dann zertrampelt wird, zum Beispiel von dem Triceratops. Weiß ja jetzt nicht, wie stark der gerade war. Bin auch gleich auf dem Rückweg, aber eben muss ich noch beim Flugsaurier nachschauen. Gott, habe ich viel Fleisch schon wieder. Fast 300 Leder.
Allein für die kleinen Dinge hat sich dieser Ausflug doch gelohnt. Kriege ich überhaupt EP von dem Scheiß? So, das sollte für ihn jetzt reichen und dann bin ich mal beim Skorpion. Ich hol den jetzt. Leute, ganz ehrlich, wie kann man am einfachsten EP farmen? Boah, das ist... Du bekommst da so oder so, glaube ich, im Minutentakt auch so ganz wenig, ne? War das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Ja, leckt noch mehr rum. Ach, muss ich etwas Großes töten für ein paar Erfahrungspunkte oder was? Los! Es ist. Was? Der Skorpion ist gleich fertig, aber der Triceratops ist echt voll nervig. Dann töte ihn doch einfach. Nee, jetzt habe ich keinen Bock, mich mit ihm anzulegen. Aber ich leg mich gerade mit einem an. Oder zumindest ich bin auf dem Weg zu. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ach, da. So, warte. Was bist du denn? Hier, sterben. Nicht flüchten, sterben. So, komm schon, Skorpion. Ich habe Angst, wenn ich jetzt nochmal vorgehe zu dem Flugsaurier, dass der dann aufwacht und sich mit dem anlegt hier. Oh, wie Raptor, okay. Ach, die los. Wie ihr doch so überhaupt kein Problem wäre für mich darstellt. Finde ich interessant. Wenn ich mir überlege, dass ich die Viecher früher noch so gehasst habe. So, komm mal her, Triceratops. Jetzt kriegst du aufs Maul. Au. Jawohl, wir haben ihn. Name ist mir erstmal egal. Den Skorpion. Yay. Oh, nee, das war falsch. Erstmal. Okay, jetzt sollte ich vielleicht doch ein bisschen auf Abstand gehen. Komm mit! Scheiße, meine komplette Ausrüstung ist im Arsch. Oh, aber du lebst noch. Ja, ich hab nur einen Triceratops hinter mir. Ja. Ist jetzt wirklich die komplett? Ja, aber komplett. Gut, dass ich Metall gefarmt habe. Oh, die Kampfmusik ist weg. Nein, der ist noch hinter mir. Komm schon, jetzt mal ganz ehrlich, du hast doch kaum noch Energie, das sehe ich dir doch an. Was soll das denn? Der Flugsaurier. Getötet. Was denn? Ist der jetzt unsere? Ah ja, doch. Oh, ich wollte schon sagen. Ja, kommt mal mit. Ja, ich weiß, er hat Hunger bei mir. Nee, Durst hat er. Lass mich rein. Und wunder dich nicht über mein Outfit. Jaja. Ist nämlich keins mehr vorhanden. Ey, brauchst du Fleisch? Ich hab so viel Fleisch. So, Fleisch habe ich selber noch, aber wo ist jetzt der Flugzeug? Ach, der Bug da drin hier. Komm mal rein, du! Du Lümmel! So, mal alles in den Kühlschrank. Schön viel rohes Fleisch. Weißt du, was mich eigentlich nervt jetzt nur? Bin ich? Ich weiß nicht, ob die Flugsaurier, wenn wir das Wandern aktivieren, ob die dann wegfliegen können. Ja. Weil du musst ja das Wandern aktivieren, damit die sich paaren, ne? Das weiß ich nicht. Das sind so Sachen, mit denen habe ich mich noch nicht beschäftigt. So, Holzkohle, raus da. Oh, ich brauche Holz. Werkbank, Metallbarren, Leder und Fasern. Leder habe ich hier. Nackt! Was? Ich habe nur nackt gesagt. Weil ich nackt gesehen habe. Ja. Blöpp. Wie ich gesagt habe, meine komplette Ausrüstung war wirklich jedes Teil, hat gerade mit einem Schlag den Geist aufgegeben. Und man muss dazu sagen, gut, dass unsere Kisten jetzt wieder richtig heißen, ne? Ja. Das stimmt. So, ich mach mal das Tor zu. Vielleicht bleiben die ja hier drin. Sonst haben wir Pech. Naja, wir haben die getamed. Abhauen werden sie schon nicht. Gibt es da eigentlich so einen Radius? Keine Ahnung. Ja, aber ich würde jetzt echt behaupten, für gewöhnlich, ne, fortfliegen werden sie nicht.
Man kann auch irgendwie den Radius bei denen noch einstellen. Warte mal, war das nicht so? Ja, erstmal alles reparieren. Sehr schön. Ja, Alter, komm. Setz dich da mal hin. Oh, der hat Level up. Level up. Siehst du, das ist das Gute, wenn wir auch noch ein Weibchen haben, dass die dann Level up bekommen. Hm. So, ich habe zwar gerade einiges von unserem. Ändere Zielentfernung von Medium Range. Von Low Range. Lowest Range. High Range. Okay. Okay, wir haben noch genug Metall. Ich hatte ja schon wieder einiges hier gebrannt. Fasern, Leder, Fasern. Metall, ach, da ist der andere. Leder. Crystal haben wir auch noch genug. Vor allem wir sind reich. Wusstest du das eigentlich, dass wir so viel Zeug haben? Nö. Das Witzige ist, dass das Männchen hier rosa ist, ne? Von den beiden. Ja, der kommt doch eindeutig von der anderen Seite. Ja. Und nicht reiten, ich will den hier kommen. Alter, irgendwie ist es buggy. Ja, so. Genau. Hat das jetzt erfahrungstechnisch überhaupt was gebracht dafür, dass ich hier so viel geopfert habe? Ey, wieso zeigt mir das andere Menü nicht mehr an, wenn ich das gedrückt halte? So, was hast du? Zieländerung, Low Range? Ja, das habe ich. Lass das mal so auf. Von Low Range habe ich. Lowest Range habe ich jetzt. Ja, dann mache ich das hier auch nochmal bei dem. Wechselaggression zu neutral. Und wandern wolltest du anhaben? Ja, warte, noch nicht. Erst wenn ich. Verdammt. Nein. Ja, jetzt habe ich wieder ausgeschaltet. Kannst du aktivieren? Hä? Achso, jetzt habe ich es aktiviert. Bei ihm auch. So, jetzt muss man gucken. Ah, guck mal, jetzt haben die diese Herzen oben, ne? Diese roten Herzen. Auch. Sehe ich nicht. Ja, jetzt nicht, weil die zu weit auseinander sind. Das ist es ja eben. Warte mal. Den können wir ja schon fliegen, ne? Gehe ich einfach mal hin da. Los, steig drauf! Und jetzt siehst du diese Herzen da drüber. Ich sehe keine Herzen. Ich sehe auch deinen Namen nicht mehr. Habe ich das irgendwie abgeschaltet? Ach so, ja, warte mal. Das hatte ich jetzt auch bemerkt auf dem anderen Server. Schwebende Namen. Genau. Jetzt siehst du ja das pinke Herz. Gut, jetzt ist es weg. Weil die wieder zu weit auseinander sind. Wir müssen eigentlich so ein Gatter bauen für die, wo die drin bleiben. Das werde ich mal in Angriff nehmen. Aber erstmal. Aber ich kenne das Herz im Übrigen. Wenn du hier hinten mal Richtung Schwimmen und Flosse guckst, ne? Die haben das dauerhaft. Ja, genau. Apropos, Leute, hier hinten, habt ihr eigentlich ein Level-Up? Ja, tatsächlich. Schwimm hat ein Level-Up. Was wollten wir bei denen geben? Nahkampf, ne? Oder was, Gesundheit? Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, jetzt mal bei ihnen Nahkampf. Mal gucken, was geht bei dir hinten. Hier, Flosse, du hängst ein paar Level hinterher. Obwohl, du hast schon wieder ein Level-Up. Wir machen das Haus voll bunt, ey. 56 und 60, okay. Blub. So. Tür zu. Ah, jetzt weiß ich, warum ich es ausgeschaltet habe. Wie ist der Skorpion hässlich? Unser Raptor hat ein Ei gelegt. Wow! Hä? Da, ach so. Krass, kann man das. Ist das ein Dings? Befruchtet? Nee, leider nicht. Ja, fehlt so ein bisschen an Männchen, ne? Stimmt, geht ja gar nicht so. Das war jetzt blöd. Kann ja nicht befruchtet sein. Dann tue ich das mal in den Kühlschrank. Und wir müssten auch mal einen Kamin bauen, weil wenn wir dann ein befruchtetes Ei haben, ne? Müssen wir die Eier vor einen Kamin legen, weil die ja eine bestimmte Temperatur benötigen. I-Skorpion, bist du hässlich. Aber Hauptsache, wir haben mal einen, ne? Auf jeden Fall. Also ich bin auch mal gespannt dann, wenn wir einen Sattel für den haben. Unser Haus ist lila.
Ja, das ist, soll eigentlich blau sein. Es ist lila. Aber naja, welche Farbe es am Ende bekommen wird, seht ihr dann. Ey, die Kabel hier sind noch weg, endlich. Seht ihr dann in der nächsten Folge. Und ich sage wie immer, danke fürs Einschalten. Stimmt. Habt euch wohl und Haut drin, bis tschüss. dahin. Tschüss.